bin beim Deutschen Roten Kreuz e.V. hier im Bundesverband in Berlin tätig, im Suchdienst. Suchdienst ist eine Einrichtung, die sich darum kümmert, Schicksale von Menschen zu klären, infolge von Kriegen und Katastrophen, seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute. Ich bin dort zuständig für die internationalen Suchdienstaktivitäten, die das Deutsche Rote Kreuz wahrnimmt, leite das, koordiniere das und bin auf der anderen Seite zuständig als Organisationsentwicklungsreferent für die Weiterentwicklung, insbesondere unserer IT-Infrastrukturen, die wir haben. Daten spielen eine große Rolle bei Ihnen. Wenn wir uns jetzt mal auf die Frage der Datenerhebung in Krisengebieten beschränken, was sicherlich nur ein Teilbereich Ihrer Tätigkeit ist. Was sind da die Hauptherausforderungen? Die Herausforderungen sind erstmal natürlich an entsprechende Informationen zu bekommen, also ranzukommen, sprich Echtzeitinformationen zu erhalten, zu wissen, wer benötigt was, eine Vorstellung dazu bekommen, wie sieht es überhaupt vor Ort aus. Gerade in Krisensituationen hat man natürlich das Problem, dass man ja keine Presse im ersten Moment vor Ort hat, keine Fernsehbilder, sondern erstmal einfach nur auf Augenzeugenberichte angewiesen ist, beziehungsweise das, was unsere eigenen Mitarbeiter oder Mitarbeiter anderer Hilfsorganisationen vor Ort berichten, dass man an diese Informationen erstmal herankommt und sie entsprechend dann auch bewerten kann. Da ist natürlich ganz wichtig, dann sicherzustellen, dass auch die Informationen valide, also gültig sind. Denn letztlich, wenn wir Mitarbeiter dann irgendwo hinschicken, ist es ja oft auch ein Risiko für deren Leib und Leben. Ja. Da müssen wir sicherstellen, dass das auch stimmt, was dann sozusagen an Informationen bei uns ankommt. Was ja jetzt ziemlich kräftig durch die Presse auch ging, an dem Beispiel Haiti, was ja jetzt auch schon eine Weile zurückliegt, das heißt, Sie haben auch so ein bisschen Evaluation von dem Ganzen schon, richtig, war eine Kooperation, die mehr oder minder per Zufall eigentlich entstanden ist nach diesem Erdbeben. Es gibt diesen Anbieter Ushahidi, die quasi Datenmapping machen in Echtzeit. In Kooperation mit den Einsatzunternehmen vor Ort. Da sind Dinge entstanden in Haiti, die es vorher in der Form nicht gab. Richtig. Vielleicht geben Sie uns einfach mal einen Überblick, was da passiert ist und was das dann für so eine Institution wie das Rote Kreuz bedeutet. Genau. Also gerade Haiti ist natürlich ein schönes Beispiel, denn in Haiti ist ja ein sogenannter Failed State. Das heißt, es gab keine vernünftige Infrastruktur vor Ort, die eben Katastrophenschutzinfrastrukturen, wie auch immer, oder Militär, wo man in der Lage gewesen wäre, dann gewisse Dinge von Anfang an zu koordinieren. Das heißt, die größte Schwierigkeit ist ja immer in solchen Situationen, wie koordiniert man die Vielfältigkeit der Hilfsangebote und matcht das sozusagen mit den Bedürfnissen der Menschen. Insofern war Haiti ein interessantes Thema, dass man über diese Ushahidi oder andere Projekte von ich sag mal, Unternehmen oder Organisationen, die sich da spontan bereit erklärt haben, mitzuwirken, dass man in der Lage war, erstmal an Informationen überhaupt ranzukommen. Wo sind Menschen, wie geht es denen, was benötigen die, Nahrungsmittel, Versorgung, Zelte, keine Ahnung. Dass das dann sozusagen dargestellt wird vernünftig und dann in diesen Koordinierungsgremien, die die internationalen Hilfsorganisationen haben, zusammen mit den Vereinten Nationen, zu bewerten. Es gibt dann da sogenannte Clusters, die man bildet für die einzelnen Themen, wie Nahrung, wie Medizin, wie Logistik. Und dort setzen sich dann sozusagen die Fachleute zusammen und bemühen sich gemeinsam dann eben sozusagen anzubieten, wer kann was, was habe ich, was kann ich wo anbieten. Und das Interessante oder der Mehrwert jetzt an Haiti an der Stelle ist eben, dass das die herkömmlichen Wege verlassen hat und dass man mehr auch darauf gesetzt hat, sozusagen die Informationen, die aus der Bevölkerung selber kommen, von den betroffenen Menschen mit aufzunehmen, über SMS-Meldungen oder über andere Informationen, die dann sozusagen eingespeist wurden. Vielleicht können Sie uns ganz kurz nochmal dieses System, das ist vielleicht nicht jeder vertraut mit, dieses System von Ushahidi erklären. Was macht es genau und weshalb machte es dann Sinn für jemanden wie das Deutsche Rote Kreuz, das darauf zu setzen und da mitzumachen? Mhm. Also Ushahidi, soweit ich auch den Einblick darin habe, ich komme ja nicht von dieser Organisation, bedeutet letztlich eine Möglichkeit, dass über E-Mail oder über SMS Informationen an das System geschickt werden und es dort sozusagen einmal dargestellt wird, also visualisiert werden kann auf Karten und auf der anderen Seite eben die Informationen, die eingehen, auch dargestellt werden, um sie dann eben zu bewerten. Das ist natürlich eine Vielzahl von Informationen, also wesentlich mehr, als wir durch eine normale Erkundung, sage ich mal, von ein oder zwei Fachleuten vor Ort einfach in der Summe, in der Schnelligkeit generieren können. Und das ist sozusagen dann auch der Vorteil für Organisationen wie das Rote Kreuz, die dann international eben darauf angewiesen sind, möglichst genau zu wissen,
wo wird was benötigt, denn letztlich ist so ein logistischer Einsatz ja auch mit sehr viel Kosten verbunden, wo man sich es eben nicht leisten kann, im Prinzip lange rumzurätseln, wer benötigt was und wo wollen wir das überhaupt hintransportieren. Was waren jetzt so die Hauptherausforderungen, wenn Sie sich diesen Prozess der ja, quasi Datengenerierung von x-beliebigen Menschen, sage ich jetzt mal, wenn Sie darauf Logistikleistungen aufbauen, weil das ist ja letztendlich das, was passiert ist. Genau. Also ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man ein Grundverständnis entwickelt, kann man diesen Daten letztlich dann vertrauen irgendwann mal. Denn letztlich der Entscheider, der als Krisenmanager die Entscheidung trifft, muss ein Gefühl dafür haben, ist das jetzt eine valide Grundlage. Und ich denke, das ist bestimmt auch das erste Thema gewesen, erstmal sich zu überlegen oder auch letztlich zu sagen, wir lassen uns darauf ein. Aber der Vorteil ist natürlich, durch die Vielzahl der Informationen wiederum kriegt man ja auch so eine Art Grundvalidierung. Mhm. Denn eine Information kann falsch sein, zwei Informationen können falsch sein, aber wenn sie von vielen Menschen kommen, kann man davon ausgehen, dass dann eben sozusagen auch eine Grundwahrheit dahinter liegt. Und ich denke, das ist es eben gewesen und das eben in einer Notsituation. Also am Anfang war ja gar keine Infrastruktur da, auch eben in der Informationstechnologie, keine Sendemasten, nichts. Das muss ja alles erst wieder aufgebaut werden. Es gibt da spezielle Organisationen wie Telecommunications Without Borders, die sozusagen dann auch in der Lage sind, ganz schnell an der Stelle tätig zu werden. Viel wurde in Zusammenarbeit mit den lokalen Mobilfunkanbietern auch gemacht, denn dieses Thema Informationen generieren über SMS haben wir dann auch in eine Strategie umgemünzt, um zum Beispiel wichtige Informationen auch an die Bevölkerung rauszugeben. Mhm. Wir haben über Hygienemaßnahmen informiert. Wir haben also mitgeteilt, ihr müsst euch die Hände waschen. Jetzt gerade in der Situation, wo ja Cholera und sonstige Krankheiten dann auch drohen. Das Rote Kreuz hat sozusagen bekannt gegeben, wo sind die nächsten Impftermine, wo kann man hingehen, wo sind sozusagen die Hilfsanlaufstellen. Das ist alles neu, das hat es vorher so nicht gegeben und ich denke, das wird die Zukunft sein. Können Sie darüber Aussagen treffen, was das jetzt, ich meine, so ein Einsatz, so dramatisch und so traurig das alles ist, aber der passiert ja immer wieder. Ne? Richtig. Was hat es, also Sie haben Vergleichsmöglichkeiten, das will ich damit sagen. Ja. Ne? Was hat es an Effizienzsteigerung gebracht, so ein Tool zur Verfügung zu haben? Also ich denke, es hat uns wesentlich schneller in die Lage versetzt, gerade in der Logistik die richtigen Dinge an den richtigen Ort zu bringen und eben sozusagen nicht langfristige oder längerfristige Selbsterkundungsmaßnahmen durchzuführen. Das heißt, es ging wesentlich schneller. Ich denke, es ist eben auch günstiger dadurch in vielen Fällen geworden. Und wenn ich auch nochmal das Beispiel mit den, also mit dem Promotion von Hygienemaßnahmen oder sonstigen Dingen, man erreicht einfach wesentlich mehr. Also allein die effizientsteigende Hilfeleistung ist dadurch wesentlich mehr gegeben, denn gerade in einer Krisensituation ist natürlich einfach nicht möglich, dass ich sage, ich mache jetzt über herkömmliche Medien sozusagen einfach nur einen Aufruf. Das spielt man zwar auch, natürlich gibt es die Aufrufe über Radio, Radio ist ja auch immer schnell verfügbar, aber nicht jeder hat ein Radiogerät. So. Und natürlich läuft man mit Megafonen durch Flüchtlingslager oder durch Auffanglager und verkündet sozusagen, was man eben an einer Nachricht jetzt loswerden will. Aber ich denke, eben durch Nutzung eben aller medialen Möglichkeiten, die wir haben, auch gerade Mobilfunk, ist man hier einfach wesentlich schneller in der Lage und mehr in der, also letztlich kann man mehr Menschen helfen. Wie ist denn das jetzt so? Ich meine, da prallen ja schon IT-Systeme aufeinander, wenn man jetzt Ushahidi anguckt und wenn man sich dann wahrscheinlich die IT-Abteilung des Deutschen Roten Kreuzes anguckt. Das ist ein Ding, denke ich mal, was nicht unbedingt zusammenpasst, jetzt mal, ohne zu sagen, was besser oder schlechter ist. Und das andere ist, sind ja auch unterschiedliche Kulturen, die da aufeinanderprallen. In so einem Fall wie Haiti, denke ich, denkt man nicht lange darüber nach und macht es einfach und sieht dann irgendwie, es hat Erfolg. Ja. Was passiert danach? Also erstmal ganz generell, das ist immer das Problem, dass man natürlich, wenn man langfristig Vorsorge betreibt, entwickelt man eigene Systeme, muss man ja auch. Wir müssen ja auch mit den Daten nachher weiterarbeiten. Das sind dann in der Regel maßgeschneiderte Softwareprodukte, die natürlich einem gewissen Logik- und Sicherheitskonzept folgen. Und plötzlich trifft man auf mehr oder weniger Open Source oder auf Dingen, wo man ja selber nicht in der Hand hat, was entwickelt sich daraus eigentlich. Das ist, denke ich, erstmal ein Gedankenproblem, über das man natürlich in einer Krisensituation schneller hinwegkommt.
Es gibt immer die Bedenken natürlich, es gibt auch für uns natürlich rechtliche und sonstige Belange, die immer mitdiskutiert werden. Thema Datenschutz, ganz wichtiges Thema für uns natürlich auch. Aber ja, also ich denke, man lässt sich drauf ein irgendwann mal, weil man merkt, das bringt was, weil man natürlich auch gezwungen wird, in einer gewissen Situation schnell zu agieren, schneller als man vielleicht bisher gewohnt war. Und jetzt ist sozusagen die große Frage, machen wir da eine langfristige Strategie daraus? Wie gehen wir einfach damit um? Einmal hat es jetzt funktioniert mit Haiti, was können die langfristigen Kooperationen auch sein an der Stelle? Aber ich denke, da stehen wir erst am Anfang. Es gab jetzt eben Evaluierungen, es gibt Gespräche auch auf der internationalen Ebene. Und wir müssen schauen, wie wir daraus dann jetzt ein Konzept machen. Könnten Sie sich vorstellen, dass diese Idee, wie sie jetzt da in Haiti mehr oder minder geboren wurde aus dem Elend, dass das auch für Unternehmen Sinn macht? Ja, ich glaube, es kann Sinn machen, denn was wir erleben ist sozusagen, wie können wir unsere eigenen Hilfsaktivitäten, also sprich unsere Angebote, dadurch steigern, dass wir sozusagen, ja, wenn man so nennen will, unsere Kunden oder unsere, also die Menschen, denen wir was Gutes tun wollen, mit ins Boot nehmen. Dass sie selber sagen letztlich oder uns darauf hinweisen, was wird benötigt, wo wird es benötigt. Und das ist vielleicht nicht eins zu eins zu transferieren, jetzt im normalen Marktgeschehen, aber ich denke, dass man hier durchaus sich darauf einlassen kann und gegebenenfalls auch sollte, wenn man es sozusagen schafft, ja, in die Kommunikation und auch sozusagen in den Dialog mit seinen Kunden eintreten zu wollen. Das ist natürlich auch die Fragestellung, ob man sich das dann auch traut und auch gegebenenfalls auch hört, so nicht. Ja. Ich denke, das ist bei uns das Gleiche. Jetzt abschließender Punkt wäre vielleicht noch, werden die Teilnehmer von Ihnen auf dem Petersberg hören? Was können die erwarten von Ihrem Vortrag? Ja. Also ich bemühe mich den Teilnehmern natürlich erstmal aus der Sicht einer Hilfsorganisation, die natürlich erstmal ganz anders vielleicht aufgestellt ist oder daherkommt wie ein normales Unternehmen, darzulegen, was machen wir in dem Bereich. Beispiel Haiti wird uns sozusagen verfolgen an der Stelle. Ich möchte darstellen, wie sich das bei uns entwickelt, aber eben auch vielleicht darstellen, wie, was die gedanklichen Probleme sind, die man damit erstmal hat, die man halt überwinden muss, um sich auf solche neuen Kooperationen letztlich auch einzulassen. Und natürlich auch einfach die Frage, sind unsere Kunden, also sprich die Menschen, denen wir was Gutes tun wollen, sind die eben auch Teil der Lösung? Das, denke ich, könnte etwas sein, was die Teilnehmer der Petersberger Gespräche interessieren könnte, wie eben eine Hilfsorganisation damit umgehen kann. Okay, dann sage ich mal vielen Dank jetzt für Ihre Zeit und dann freuen wir uns auf den Vortrag. Danke Ihnen, Frau Reinhardt.